Hallo und willkommen bei Tag Nummer 26. Wie versprochen gibt es noch das nächste Video und ja, für mich geht es jetzt gleich los auf das Stadtfest. Hier ist nämlich Stadtfest am Wochenende und ich liebe das Stadtfest, weil ja, da ist im Grunde, es ist nicht wie so ein, ja, wie so die ganz vielen Feste oder Messen, die ihr wahrscheinlich kennt, wo überall dann so Fahrgeschäfte sind und so. Das ist da nicht, sondern in Aschaffenburg jetzt beim Stadtfest speziell ist es so, dass da, mal gucken, wie ich das hier mache, dass da ganz viele Bands spielen. Also da sind dann in der ganzen Innenstadt verteilt Bühnen und man kann da eben hin kostenlos und es spielen überall Bands und das ist immer ziemlich cool und ich liebe es. Wir haben mega Glück mit dem Wetter und ja, wir fahren jetzt gleich hin und dann ist eigentlich das Coolste daran, einfach so ein bisschen gemütlich durch die Stadt zu latschen und überall die Leute zu treffen, die man kennt. Das ist eigentlich das Beste an der ganzen Stadtfestgeschichte. Von daher freue ich mich da jetzt echt schon. Und vielleicht guckt ja einer hier zu aus Aschaffenburg. Dann sehen wir uns vielleicht gleich. Also bis gleich auf dem Stadtfest. Aber ich möchte euch heute ganz kurz nochmal was zeigen, worüber ich mich auch schon total gefreut habe. Denn, tada! das sind meine zwei E-Books. Aber wie ihr jetzt sicher gerade schon erahnt, ja, ist es eben jetzt nicht hier I wie elektrisch, sondern es ist gedruckt, wie ihr seht. Und zwar wollte ich euch nur sagen, man kann jetzt auch meine zwei E-Books hier bei Amazon als Taschenbuchausgabe sich bestellen. Und das ist sehr, sehr cool. Das habe ich also direkt auch selber erstmal gemacht, weil ich ja auch selber wissen wollte, wie sieht es dann aus, wenn das von Amazon gedruckt wird und so weiter. Also ihr könnt es ganz normal, wenn ihr auf Amazon geht und auf die Bücher klickt und die findet ihr entweder, indem ihr direkt den Titel eingebt oder indem ihr einfach nach Christine Raab sucht, dann kommt ihr auch zu den Büchern. Und dann könnt ihr euch da entscheiden, ob ihr das E-Book haben wollt oder ob ihr euch ein Taschenbuch bestellt. Und der Versand ist auf jeden Fall kostenlos, wie sonst auch bei Büchern bei Amazon. Und ja, wäre sehr cool. Vielleicht ist es ja für einen von euch auch interessant. Das hier war mein erstes Buch. Da geht es, wie der Name schon sagt, eine kleine Chakra-Kunde um die Chakren und vielleicht, ich versuche euch mal so ein kleines bisschen hier reinschnuppern zu lassen. Also ich habe es da so gemacht, oder ich mache es überhaupt bei meinen Büchern gerne so, ich habe es sehr so geschrieben, dass es eben, jeder verstehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, hey, Chakra, habe ich noch nie was von gehört, ist mir wahrscheinlich alles viel zu kompliziert, sondern es ist so geschrieben, dass wirklich jeder was damit anfangen kann, jeder kann direkt auch ins Umsetzen gehen, also meine Tipps, die ich drin schreibe, sind immer so, dass ihr das direkt umsetzen könnt, dass ihr euch nicht speziell erst was kaufen müsst, aber es gibt natürlich auch Sachen, die man kaufen kann, zum Beispiel spezielle Düfte oder Steine in den Farben und so weiter, aber im Grunde kann man immer direkt auch in die Umsetzung gehen. Ich habe immer jedes Chakra kurz erklärt, also wo das sitzt, welchen Sinn und Zweck das sozusagen hat, wofür das steht und was man eben auch, wie man erkennt, ob vielleicht Blockaden da sind. Und ansonsten habt ihr immer, ich zeige es euch mal, also ihr habt immer auf mehreren Seiten hier Sachen, die ihr machen könnt und dann auch nochmal die verschiedenen Zuordnungen in kompakt zusammengeschrieben zu jedem Chakra. Also das ist das eine. Da geht es auch so ein bisschen noch um die Energiekanäle am Anfang und so weiter. Also das ist eben das Chakrabuch. Und das andere ist ja jetzt das neue Rituale und Routinen für jeden Tag. Da habe ich euch eben, wie der Name schon sagt, auch hier nochmal kurz versuchen reinzuschwenken. Ja, auch hier habe ich euch eben verschiedene Routinen vorgestellt, also wirklich Morgenroutine, wie ihr gut in den Morgen starten könnt. Ich habe euch erzählt, wie ich aktuell meine Morgenroutine mache, habe euch aber auch verschiedene Varianten genannt, wie ihr das für euch machen könnt, je nachdem, wie viel Zeit ihr auch habt. Also eben so, dass es auch für jeden passt, egal ob man jetzt 2 Minuten oder 2 Stunden Zeit hat. Ich habe euch die verschiedenen Ritualmöglichkeiten oder ja, Regelmäßigkeiten im Laufe eines Jahres beschrieben. Also das heißt, wie ihr jeden Monat im Mondzyklus euch bestimmte Phasen gestalten könnt und auch welche Möglichkeiten man im Laufe des Jahres hat. Also sprich die ganz klassischen Jahreskreisfeste wie Sommer- und Wintersonnenwende, die Tag- und Nachtgleichen, aber auch dann die anderen Feiern, also wie Halloween oder eben Walpurgisnacht und so weiter, wie man das eben schön als Ritual für sich gestalten kann. Und ja, wo ich auch finde, das sind eben Sachen, die nicht zu abgehoben sind. Das ist was, was man sehr gut für sich alleine zu Hause machen kann, aber was eben auch mit Freunden immer gut machbar ist. Aber auch hier eben ist mir wichtig, dass es alles Sachen sind, die eben alltagsnah sind, die jeder für sich auch einfach umsetzen kann und nicht irgendwie abstrus, wo man erst zigtausend Sachen für braucht und dann irgendwie vor lauter
Sachen, die man machen muss, schon wieder gar nicht erst ins Handeln kommt. Also von daher beides große Empfehlung natürlich von mir, denn ich habe es ja klar was selber geschrieben. Sowohl als E-Book, wie gesagt, oder eben jetzt in der gedruckten Variante, was ich persönlich ja dann auch immer sehr schön finde. Ich bin ja so ein kleiner Freund von auch gedruckte Sachen. Da kann man sich dann nochmal schön was reinschreiben, kann Notizen dazu machen und ja, ihr seht, sind auch nicht zu dick, also sind eben kompakte Ratgeber, die man eben gut und einfach lesen kann. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal sagen, falls ihr das nicht mitbekommen habt, dass ihr die jetzt da auch kaufen könnt. Und jetzt geht es für mich gleich aufs Stadtfest, wie gesagt. Ich habe hier meine schöne neue Kette direkt angezogen. Und zwar habe ich mir die auf dem Spiritual Sunday gekauft, direkt vor Ort. Und bei der lieben Dagmar, die hat mich direkt so angesprochen. Die ist so schön mit so Rosenquarzsteinchen und so. Und der Puschel war aber noch ganz, ganz viel größer. Und die Dagmar war jetzt so lieb. Ich zeige euch mal diese Dagmar hier. Dankeschön, Dagmar. Die Dagmar war so lieb. Ich verlinke euch die einfach auch nochmal, weil ich weiß nicht, ob man das richtig rum sieht. Wenn ich das hier hinhalte, ist es immer spiegelverkehrt zu sehen. Ich muss echt mal gucken, ob das dann eigentlich richtig rum ist. Also auf jeden Fall war die so lieb und hat mir den Puschel jetzt noch ein bisschen kleiner gemacht und mir die Kette zugeschickt und die kam jetzt an und ich habe mich jetzt so sehr gefreut und jetzt, ja, freue ich mich sehr. Ich versuche euch mal ein bisschen hier mein Outfit zu zeigen. Das ist quasi so ein Kleidchen. Und ja, da passt die Kette eben perfekt dazu. Deswegen perfekt. Ja, ich freue mich, wie gesagt, jetzt aufs Stadtfest, passend zum gestrigen Thema, was ich euch ja vorhin auch noch hochgeladen hatte. Mit der Vorfreude ist Stadtfest jedes Jahr so ein großes Vorfreudefest bei mir, weil ich eben das mag, wenn man dann überall Musik hat und überall Leute treffen kann, die man mag und die man auch sonst vielleicht nicht so trifft und so weiter. Also von daher, ja. Sehr cool, werde ich das jetzt machen am Wochenende. Was macht ihr am Wochenende? Wer hat meine Bücher schon? Wer hat die schon als E-Book sich bestellt? Und wie findet ihr es? Und wer freut sich, dass es jetzt eine gedruckte Variante gibt? Einfach mal in die Kommis schreiben. Und ansonsten, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, wenn ihr noch spezielle Themen habt, wo ihr gerne meine Meinung dazu wissen wollen würdet, dann meldet euch bei mir, entweder in den Kommentaren oder einfach über christineraab.de. Und dann gucke ich, dass ich das in den nächsten Tagen noch auf jeden Fall mit einbaue, so gut wie es geht. Ansonsten auch hier nochmal danke, danke, danke an alle, die schon für mich abgestimmt haben bei der Weltreisegeschichte. Da waren jetzt schon über 100 Stimmen vorhin innerhalb von 2 Tagen. Also so krass, ich bin so mega geplättet und ja, also es wäre so cool, wenn das einfach klappen würde. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die zuschauen, zuhören, die da immer mich so unterstützen in allen Bereichen. Ihr seid super, ihr seid. Ein Geschenk für diese Welt, würde Laura jetzt sagen. Bis morgen.